Guten Tag, moin moin, heute neue Runde von natürlich wieder Tropico 6 immer noch. So, wie geht's weiter hier? Ich habe jetzt noch ein Transportbüro im Auftrag gegeben und hier unsere neue Hydrokultur, wo Ananas in Zukunft in großer Form entstehen soll. Mal schauen, was das gibt. Denn wir müssen uns jetzt wirtschaftlich besser aufstellen. Das Konto muss jetzt eigentlich nur noch eine Richtung kennen und die muss nach oben gehen. Was ist mit der Luxus wieder? Wissen Sie, warum unsere Mauer so lang wurde? Export. Wegen einer Mischung. Ja. Oberschicht. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind... Ja, ich hole mal wieder ein bisschen Zufriedenheit. Diese einzelnen 5000, die retten uns jetzt nicht. Auffüllen. Schutz-Overalls. Die Arbeitskosten steigen um 5, die Arbeitsqualität steigt aber auch um 10. Hier wird jetzt auch ordentlich Rum hergestellt. So, was haben wir noch? Hier ist alles durchgeklickt. Ruf 2 um. In den Straßentropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Ja, es wird vielleicht ein bisschen dauern, ne? Noch irgendwas Interessantes für China? Nö. Hier, Batterien haben wir noch nicht. Gold, ganz schlechter Preis. Mais, auch schlechter Preis. Ne, ne, sonst ist schlechter Preis überall. Zigarren könnten wir nochmal gut hinwegverkaufen. Ich glaube, mit noch mehr besseren Transportgeschichten sollte das eigentlich noch besser werden hier finanzmäßig. Damit auch die Ecke hier häufiger leer ist. Hier liegt jetzt nur ein bisschen Gold, aber eigentlich, weiß ich nicht, liegt ja hier auch überall noch was rum. Heute benötigt zusätzlich 20 Meter Strom. Effizienz wird um 10% gesteigert. Das ist unsere Strombilanz. Oh, nur noch 36 plus. Schöne verkrobte. Hat 64.000 das Flugzeug gerade gebracht im Verkauf. Was ist denn mit der Seilbahn? Ist genutzt. Ach so, das ist drinne.
Jetzt verstehe ich, das ist ein Gewächshaus. Erhöht die Effizienz von Ananasplantagen. Ja, vielleicht machen wir noch eine zweite Ananas hier neben, ne? Ich bin dafür, dass wir da echt aufrüsten. Ananas. Energieeffizienz ist in Tropico ein wichtiges Thema. Deshalb ist nun jeder Donnerstag ein Baden im Dunkeln Tag. Was hattet ihr da drin schon vor? Photosynthese? Wie war das denn mit Mastbetrieben? Nämlich dann auch nur so ein Ding, ne? Rinder, Schafe, Ziegen für Ziegenmilch, oder wie war das? Schafe stellen Milch und Wolle her. Ich fange jetzt gerne das Krankenhaus hier oben an, ne? Weiß nicht, was es soll. Aha. Kann ich sogar bei bestehenden Geschichten. Dann verbraucht das andere, dieses andere Gelände nicht mehr, oder wie? Dann würden wir so Gelände freikriegen. Echt so, da? Kriegen wir wieder ganz neue Lücken frei teilweise. Man sagt, Krieg sei gut für das Geschäft. Ja, aber Club. Wirklich gut für das Geschäft ist es, wenn man massig Geld macht, ohne dass jemand in der Nähe Bomben abwirft. Wollen Sie ein paar Geschäfte dieser... Autorisiert zu sagen, gute Neuigkeiten. Haben wir hier noch jemanden in der Botschaft eigentlich? Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsident. Aber ich fürchte, dass wir ein Problem mit Ihrem Papierkram haben. Es gibt ein... Genau. Wir haben ein Problem mit unserem Papierkram. Wer wohl immer den ganzen Papierkram hier veranstaltet? Ach ja. So, jetzt müssen wir aber wieder eher in die Wirtschaft erstmal reingehen und da Effizienz steigern und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Kirchen jetzt was machen könnten.
um einmal auf 61 zu pushen. Eine Arbeitsqualitätserhöhung sehe ich jetzt nicht so richtig als muss unbedingt sein, sondern das macht tatsächlich keinen Unterschied. Bis auf, dass wir jetzt viel mehr Mais brauchen. Die törichten Handlungen fremder Mächte haben zu einer unfassbaren Zwangslage geführt. Ist gut. Wollen wir mal richtig mehr Öl produzieren. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Immer an. So, Mais. Mamas. Präsident. Lieben Sie es nicht, den Schiffen beim Verlassen des Hafens zuzuschauen? Jedes beladen mit Gütern für den Export? Keine Panik, Präsidente. Denn ich bringe... Autorisiert zu sagen, gute Neuigkeiten, Präsident. Ein Luxushotel. Was so gut funktioniert hier mit den Touri-Geschichten. Einkaufszentrum. Zugklinik. Dachte. Wir brauchen eine Irrenanstalt, um da die ganzen hier Rebellen einzuweisen. Muss mal testen. Vielleicht bringt das ja was. Mit Heilmitteln. Haben wir schon wieder nichts.
Stellen Sie Ihren Wecker, Präsident, denn die Ökogefahr schläft nie. Ja, früher oder später werden wir wahrscheinlich auch Saft herstellen. Wenn wir erstmal die ganze Ananas exportieren können hier. Stellen Sie Ihren Wecker, Präsidente, denn die Ökogefahr schläft nie. Die Meere sind... Ja, kann ich schaden, hier noch sowas zu haben. Wollte ja hier bestimmt noch mehr aufbauen. Nun zur Bekanntgabe des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2. Wir wussten, 1000 Einsendungen würden ausreichen. Kommen wir schon mal ganz schön nah ran mit der Industrie an die hier Gewerbe, hier Quatsch, Wohnzeugs da, aber es nützt ja eh nichts. So, Luxushotel. Oh, das ist aber ungleich größer, schade. Ich wollte noch dieses Offshore-Öldinger machen. Da wird aber hoffentlich Lohn hier. Alles ausbeuten. Nicht genug Geld. Press. Wer liebt Exporte nicht? Waren verlassen den Hafen? Ja, ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen sollen. Ich glaube, dass hier geht das jetzt nicht mehr, oder? Eine Heilung nicht als Funktionsstelle für das Helmet ausgewählt. Warte mal. Öl und Leder. Schokoladenfabrik. Fisch. Öl und Mais. Farmer haben wir ja noch gar nicht.
Ich muss wieder Maskenpflicht erlassen oder so, ne? War es nicht so? Nicht genügend Wissen. Ah, guck mal, Feuerwehr, wie modern die jetzt aussieht. Schick. Eine Folge. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann und tschüss.